Gut, ihr Leute. Heute ist Daily-Zeit. Ja, heute ist der 4. Februar. Genau. Heute deine Tagesdosis Angeberwissen. 4. Februar, Geburtstagskind des Tages, Alice Cooper. Hat er immer irgendwie so einen auf, wurde immer so geschminkt. Genau, ja. Alice Cooper, Jahrgang 1948. Ist das eine Anspielung auf O.J. Simpson mit den Handschuhen eigentlich? Keine Ahnung. Weil die nicht so passen? Kennst du das mit dem O.J. Simpson? Der musste doch die Handschuhe die von vom angeblichen Mörder. Mordwerkzeughandschuhe. Ja, die Mordhandschuhe sozusagen, sollte er anprobieren. Und er hat sich da also angestellt und kam nicht so rein. Man weiß nicht, hat er das getan oder kam er wirklich nicht rein? Und das sieht ja jetzt auch so aus. Ne? Das sieht ein bisschen so aus, ja. Alice Cooper mit bürgerlichem Namen Vincent Damon Fournier. Wie? Vincent Damon Fournier. Fournier. Hört ja voll. Fournier. Also ja. Hat er so. Rock. Ja, sehr voll ja. Rock, ne? School's Out, Poison, so ein paar bekannte Titel von ihm, ja. Geburtstagskind des Tages, Alice Cooper. Und am 4. Februar 1982, kennst du Norbert Schramm? Das ist er. Das ist Norbert Schramm? Ja. Der wurde Europameister im Eiskunstlaufen. Ja? Und den deutschen Titel, also als erster Deutscher hat er einen Europameister errungen. Eiskunst. Und das war 1982. Das habe ich jetzt nicht gewusst, wobei ich auch sagen muss, dass ich mit Eiskunstlauf das nicht, so? Nicht so verfolge. Nee? Also nicht so regelmäßig, nein. Ich dachte, das wäre genau deine Sportart. Nee, gar nicht. Also so, wenn du eine Sportart, sag ich mal, definieren müsstest, die am weitesten weg von mir ist, dann ist, glaube ich, Eiskunstlauf noch hinter Synchronschwimmen von mir weg. Und Curling? Das finde ich cool. Ja? Das finde ich gut. Ja, dann muss man sich nicht so bewegen, das ist eigentlich so dein Sport. Das ist eigentlich mein Sport. Ja, genau, hast recht. Apropos bewegen, 1953, am 4. Februar, hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass in Deutschland keine Deutschen mehr für die Fremdenlegion angeworben werden dürfen. Ach, das war das wann? 1953. Dürfen Deutsche auf deutschem Staatsgebiet nicht mehr für die Fremdenlegion angeworben. Was haben die eigentlich bei der Fremdenlegion gemacht, weißt du das? Das will man, glaube ich, gar nicht wissen, was sie alles so gemacht haben. Die waren so Afrikaner unterwegs, ne? In der Wüste und so Kram. Und haben den so. Die Jungs sehen auch nicht aus, als ob die Spaß machen. Nee, die haben glaube ich, die haben es ernst gemeint. Ja. Wobei ich halt diese Kappen fürchterlich finde. Ne? Also, total ätzend. Total ätzend, ja. Wiet. Schnell. Ja, also 1953 wurde die Fremdenlegion sozusagen also auf deutschem Anwerben. Genau, Anwerben hier in Deutschland wurde verboten. Und am 4. Februar hat auch Alice Cooper Geburtstag. Das ist korrekt. Und Norbert Schramm wurde am 4. Februar. Nobby Schramm, auch Fernsehmoderator, ja? Wurde Europameister. Als stimmt. Erster Deutscher. Am 4. Februar. Das haben wir alles gelernt heute bei Daily, deine tagesloses Angeberwissen. Jetzt könnt ihr rausgehen mit dem Angeberwissen und könnt ein bisschen angeben. Haut's raus. Cheerio, Miss Sophie. Gute.